Wir sind heute in Kloster Mansfeld. Auf den schmalen Gleisen fährt die Mansfelder Bergwerksbahn. Auf den großen Gleisen fährt die Wipperliese. Wir haben alte und neue Aufnahmen für Sie zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen. In Kloster Mansfeld zweigt auch die Strecke nach Wippra ab. Der planmäßige Personenverkehr ist schon lange abbestellt. In den Sommermonaten fährt an den Wochenenden die Wipperliese mit einem alten Esslinger Triebwagen. Ein bedeutender Kunstbau ist der Mansfelder Viadukt, auch Hasselbach-Viadukt genannt. Drehen wir das Rad der Zeit 30 Jahre zurück. Von blühenden Landschaften sind die Orte im Wippratal noch weit entfernt. Der Bahnhof Mansfeld. Einfahrt hat ein planmäßiger Personenzug. Es fahren Leichttriebwagen, auch Ferkeltaxen genannt. Der Zustand der Anlagen bedarf keines Kommentars. Endstation ist im Bahnhof Wippra. Bereits ab der Entstehungszeit im Jahre 1920 war die Strecke wichtig für den Tourismus und den Schüler- und Berufsverkehr. So waren die Fahrpläne auf die Schichten der Hüttenarbeiter in Hettstedt ausgelegt. Ein Rückblick in die Nachwendezeit. Der Fortbestand der Bergwerksbahn ist keineswegs gesichert. Trotzdem wird das fast Unmögliche versucht. Eine Museumsbahn wird gegründet. Der Weiterbetrieb ist erstmal gesichert. Es wird bei jeder Gelegenheit gefahren. Lok 10, damals in Grün, ist mit einem Rollwagenzug unterwegs. Thank you.
Einfahrt in den Bahnhof Bendorf. Rund eine Stunde hin und zurück hat die Fahrt auf der 11 Kilometer langen Strecke gedauert. Lokführer Steve Klosek ist seit Jahren dabei und mit der Bahn vertraut. In der Regel fahren wir alle zwei Wochen hier mit Dampflok. Also schwerpunktmäßig hier diese Amateurlokführerfahrten und ab nachmittags 14.45 Uhr fahren wir den Regelzug. Alle zwei Wochen mit Dampflok und alle zwei Wochen mit Diesellok immer ein Wechsel. Welche Monate wird denn gefahren? Wir fahren von März bis Juni in diesen zwei Wochen Rhythmus und dann wieder von September bis Ende Oktober. Und dann gibt es noch im Dezember die Nikolausfahrten, die immer sehr reichlich schon frühzeitig ausgebucht sind. Das Mansfelder Land, einst ein wichtiges Bergbaugebiet. Heute erinnern nur noch Abraumhalden, die Wipraliese und eine Museumsbahn, die auf schmalen Gleisen rollt. An die große Zeit.